Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Einschub, den wir hier brauchen. Und zwar, ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, das wird wirklich nicht lange dauern, wie ihr einen Tensor auf CUDA umschreiben könnt. Das heißt, ihr könnt sozusagen jedem einzelnen Tensor sagen, hey, ich will, dass du jetzt auf CUDA läufst, das heißt, auf der Grafikkarte ausgeführt wirst. Und dann wird auch wirklich jede Operation, also addieren, multiplizieren oder sonst irgendwas, wird alles auf der Grafikkarte ausgeführt. Und das ist das, was wirklich diesen Speedup verursacht. Allerdings müsst ihr das nicht jetzt schon machen bei jedem einzelnen Tensor, sondern ganz am Ende zeige ich euch dann auch, was ihr da machen müsst. Aber wie gesagt, ihr könnt auch ganz normale mathematische Operationen auf der Grafikkarte ausführen lassen, was ziemlich geil ist. Es ist im Endeffekt NumPy mit Grafikkarte. Okay, benutzt auch, soweit ich weiß, intern die NumPy-Sache. Okay, das machen wir jetzt hier einfach mit iftorch.cuda is available, also Punkt is available. Das bedeutet, oder das ist einfach die Variable, die euch angibt, ob ihr die Grafikkarte benutzen könnt. Und dann sagen wir hier x ist gleich, also wir überschreiben sozusagen unser x und dann nehmen wir x.cuda. Das ist einfach sozusagen, bei unserem Tensor x wird jetzt CUDA angestellt. Und das ist alles. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich habe zwei Tensoren, zum Beispiel noch ein y und y setze ich jetzt auch auf unsere Grafikkarte, das machen wir hiermit. Und dann möchte ich jetzt hier eine Addition ausführen, also eben x plus y einfach. Und mal schauen, was dann passiert. Ja, gucken wir uns einfach mal kurz an. Und ihr seht, das Ganze läuft deutlich, deutlich länger, aber insgesamt sehen wir hier, dass hier torch.cuda.flow-Tensor läuft. Und hier sehen wir auch, dass das Ganze GPU 0 war. Das heißt, es lief auf der GPU 0. Es lief jetzt tatsächlich auf meiner Grafikkarte. Einfach nur diese simple Addition. Klar, für solche kleine Tasks dauert es sehr, sehr viel länger, wenn ihr das Ganze auf die Grafikkarte portiert. Also ihr müsst die Daten sozusagen aus eurem Arbeitsspeicher erstmal in die Grafikkarte reinschreiben. Dann muss dort der Prozess kompiliert werden oder zur Laufzeit eben kompiliert werden. Das Programm muss dorthin geschrieben werden und dann muss es auf der Grafikkarte ausgeführt werden. Dann muss es wieder zurückkopiert werden in den Arbeitsspeicher und dort könnt ihr es dann jetzt wieder verwenden und das wird dann eben geprintet hier. Das ist so ein bisschen der Trick an der Sache, aber wie gesagt, für diese kleinen Dinger lohnt sich das absolut nicht. Aber später, wenn wir das ganze Netzwerk eben auf der Grafikkarte ausführen, das lohnt sich, glaubt mir, das lohnt sich wirklich hart. Gut, das sozusagen als kleiner Einschub hier, wie ihr eure Tensoren auf die Grafikkarte packen könnt. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.